Sie sagen, die DMZ hätte ausgedient? Der nächste große AAA-Entwickler, der bei Extraction Loot Shootern versagt? Die DMZ wird nicht weiter supportet, das war's? Wer sind diese Leute, die dir sowas sagen? Glauben die selbst an ihre Worte? Und warum tun sie das? Bevor das Modern 3 Reveal Event gestartet hat, kam erstmal eine Meldung, die DMZ sei zu 100% bestätigt. Und zwar haben sich da gewisse Videos und Artikel auf diesen Blogpost hier von Call of Duty selbst bezogen, in dem steht, Beispiel 1, dabei ging es über die Übertragung von Skins und Operators von Modern Warfare 2 nach Modern Warfare 3, wo steht, das Basissturmgewehr, die M13B, ist nur während der DMZ erhältlich, nachdem der Chemiker-Boss oder andere Spielerin, die das M13B bei sich tragen, besiegt und anschließend mit der Waffe exfiltriert wurde. Wurde die Waffe auf diese Weise erworben, kann die Basis M13B in Modern Warfare 2 und 3 eingesetzt und verbessert werden. Das wurde interpretiert als, wird die M13B in der Zukunft in der DMZ erobert und gelootet, kann diese weiterhin benutzt werden. Das steht aber nicht hier drin, hier steht, wird sie jetzt in der DMZ geholt, kann sie in Modern Warfare 2 und später auch in Modern Warfare 3 genutzt werden. Alleine wegen diesem kleinen Satz hier haben viele Leute gesagt, die DMZ sei zu 100% bestätigt, was natürlich völliger Schwachsinn ist. Momentan haben wir keine Bestätigung dafür, dass die DMZ weiter fortgeführt wird. Dann startete am Abend des 17.8. das Modern 3 Reveal Event und Call of Duty hat ziemlich viele News rausgehauen und da hieß es plötzlich, es sei 100% bestätigt, dass die DMZ nicht fortgeführt werde. Wir merken also schon, dieses 100% ist ein ganz großes Problem, denn am Ende des Tages beziehen sich diese Sachen immer auf offizielle Beiträge und die werden selten mit Zitaten oder Belegen hinterlegt, so dass man nie an sowas glauben darf, außer es ist wirklich zitiert, dass Call of Duty so etwas in dieser Richtung gesagt hätte. Also gucken wir mal, wie jetzt das neueste Gerücht zustande kommt. Und zwar haben wir hier die Dexerto, eine sehr bekannte Spielredaktion, bei der dieser Herr hier gearbeitet hat, Pro Reborn, der bekannt ist für seine, sagen wir mal, tiefergehenden Äußerungen, weil er ein bisschen mehr Wissen hat als andere. Und er hat diesen Satz rausgebracht, DMZ apparently is going to be backseated next year. Also DMZ wird nächstes Jahr erstmal eine Pause machen und nicht weiter fortgeführt werden. Das war sozusagen der Urauslöser und kurz danach kam jetzt der offizielle Post von Call of Duty und zwar heißt es hier, dass Zombies in Modern Warfare 3 erscheinen wird und zwar heißt es hier, the largest Call of Duty Zombies Map ever, die größte Map, die es jemals gab und sehr interessant war, dass einige Spieler tatsächlich eingeladen wurden, um bereits einen Blick reinzuwerfen in den Multiplayer und auch in den Zombie-Modus. Ganz unabhängig davon, wie wir jetzt diese Aussage von Pro Reborn weiterhin interpretieren, ist an dieser Stelle ganz wichtig zu betonen, dass Twitter, also X, momentan ist diese Plattform ja umbenannt worden, dass X ein Monetarisierungssystem rausgebracht hat, bei dem sozusagen Impressionen gefarmt werden. Das heißt, wenn ihr diese Berichte seht, dann farmt derjenige, der diesen Bericht schreibt, Informationen, weshalb momentan auf Twitter oder X momentan sehr, sehr viel Clickbait betrieben wird. Und das ist ein schönes Beispiel dafür, wie man Impressionen farmen kann. Wir sehen hier, dieser Beitrag wurde 288.000 Mal angezeigt, was natürlich für einen gewissen Umsatz sorgt. So funktioniert das neue Monetarisierungssystem. Also ganz, ganz wichtig, wenn ihr solche Berichte seht, denkt immer daran, das Ganze ist ein bisschen aufgebauscht hier und da. Nichtsdestotrotz können wir jetzt auf Charlie Intel verweisen, der diese Aussage von Call of Duty dann sofort interpretiert hat. Und natürlich auch die Leute, die bei diesem Event dabei waren und live anspielen konnten, die Informationen von diesen Leuten gesammelt hat und kommt zu diesem Schluss. Ein Open-World-Zombies, welches Elemente von DMZ und Outbreak gemeinsam kombiniert. Und Charlie Intel ist jemand, auf den man sich 100% verlassen kann. Das ist eine Aussage, die wir erstmal in Stein meißeln können. Also Charlie Intel ist eine sehr, sehr, sehr namhafte Größe, auf die sehr, sehr viele auch Redaktionen und so weiter verweisen. Auch wenn es natürlich nicht offiziell Call of Duty ist, von dem wir hier reden. Diese Aussage von Charlie Intel unter anderem hat dazu geführt, dass Leute das so interpretiert haben, dass DMZ mit Outbreak, also dem Zombie-Modus, verschmolzen wird. Das heißt, dass DMZ sozusagen das neue Outbreak wird. Wir müssen aber nochmal genau auf den Wortlaut hier schauen. Elemente von DMZ sind in Outbreak enthalten, nicht mehr und nicht weniger, steht in diesem Artikel. Und dieser Artikel wurde so krass interpretiert, dass gesagt wurde, die DMZ ist Outbreak. Um an dieser Stelle nochmal 100% klarzustellen, dass das eben nicht von ihm so gemeint war, scrollen wir einfach ein bisschen hoch und sehen, dass er kurze Zeit später folgenden Post rausgehauen hat. Es gibt momentan keine Informationen oder beziehungsweise keine Informationen wurden bisher geteilt über DMZ oder ob DMZ immer noch existieren wird, wenn Modern Warfare 3 gelauncht wird. Also anscheinend hat er selber gemerkt, dass er hier für ein paar Probleme gesorgt hat. Sei es nun Clickbait,
oder einfach Leute, die es falsch interpretiert haben, ohne es gemerkt zu haben, und dass dieser eine Satz von ihm falsch ausgelegt wurde. Und deswegen revidiert er das sogar nochmal hier und erklärt es ganz deutlich: Wir haben auch hier keine Informationen über die DMZ. Gehen wir jetzt zu einem Content Creator, der bei dem Event dabei war, und das ist Mr. Dalek. Ich mag diesen Bruder, sag ich jetzt mal, sehr gut, cooler Content Creator. Ich gucke mir sehr, sehr, sehr gerne seine Videos an. Und er war eingeladen, hat dort anspielen dürfen, und er sagt: Bei Sledgehammer Games habe ich gefragt, ob die DMZ in Modern Warfare 3 zurückkehrt. Und die Antwort war: Wir diskutieren momentan nicht über die Zukunft von DMZ. Das war die Antwort. Und auch diese Aussage wurde von sehr vielen Leuten so interpretiert, dass DMZ erstmal nicht mehr relevant ist, weil darüber nicht geredet wird. Wir merken also schon, dass sehr, sehr viele Informationen hier zwar gegeben wurden, die aber durchaus auf zwei verschiedene Art und Weise interpretiert werden können. Und deswegen auch nochmal von Mr. Dalek an dieser Stelle ein weiterer Post, in dem er sagt: Details über Modern Warfare 3 Zombies, eine Open World Experience, eine große Map, 24 Spieler in einem Match bis zu 6 Spielern, also wir reden hier von Platoons, auch da wieder Hinweis auf die DMZ, und das Ganze Extraction-Based Survival Experience basiert, das heißt, wir haben ja eine Extraction, also als Basis eine Extraction-Loot-Shooter, also die DMZ. Tatsächlich sind das also die Fakten, die wir bisher gesammelt haben, und ihr seht, hier ist kein einziges offizielles Wort von Call of Duty oder irgendeiner Entwicklungsfirma, die gesagt hat, dass DMZ weitergeführt wird oder nicht mehr weitergeführt wird. Das sind alles Impressionen von Content-Creatern oder Journalisten, Leakern, wie auch immer, die eben ihre Erfahrungen geäußert haben und Vermutungen angestellt haben, vielleicht etwas aufgebauscht, etwas gepostet haben und dadurch eben sozusagen einen Sturm der Entrüstung geliefert haben für Leute, die vielleicht aber auch das sehen wollten oder es genutzt haben, um auf Twitter Impressionen zu sammeln oder auf YouTube Klicks zu farmen. Am Ende des Tages hat also Call of Duty nichts zu DMZ gesagt, denn es geht bei dieser ganzen Geschichte des Reveal-Events nur um Modern Warfare. Und wir dürfen nicht vergessen, Modern Warfare ist getrennt von Warzone. Und natürlich wird in einem Reveal von Modern Warfare 3, in dem es darum geht, einen Vollpreistitel zu verkaufen für 70 respektive 100 oder 110 Euro, wird nicht darüber gesprochen, was in einem Free-to-Play-Modus passiert. Es wäre ja total kontraproduktiv, über einen freien Modus zu erzählen, während man versucht, einen Vollpreistitel zu verkaufen. Außerdem geht es hier natürlich um andere Studios. Die Studios sind getrennt, das heißt, die Studios, die momentan an Modern Warfare 3 sitzen und da entwickeln, haben wiederum nichts mit der DMZ zu tun. Es sind getrennte Studios. Warum soll also ein Studio, welches überhaupt nichts mit der DMZ zu tun hat, über die DMZ und deren Zukunft reden? Es macht, ihr merkt schon, alles keinen Sinn. Und Leute, die sich Sorgen machen und nur diese Informationen bisher haben, nutzen, um zu sagen, okay, die DMZ wird bestehen oder wird nicht bestehen, die sind momentan auf dem Holzpfad, denn Tatsache ist, es wurde einfach noch nichts gesagt. Call of Duty konzentriert sich momentan auf den Verkauf von Modern Warfare 3 und den Zombie-Modus. Jetzt ist es natürlich so, dass der Zombie-Modus eine extrem hohe Ähnlichkeit hat mit DMZ. Das ist gar keine Frage. Und deswegen verstehe ich auch die Angst. Und ja, ich muss sagen, ich teile sie auch. Dennoch, wie gesagt, an dieser Stelle keine offizielle Bestätigung oder Nichtbestätigung. Und was wir nicht vergessen dürfen, der Zombie-Modus, auch wenn mehrere Teams in diesen Modus rein können, in diese Open World, wird rein PvE sein. Das heißt, dieser ganze Thrill und der Kick, den wir aus DMZ kennen oder allgemein aus Extraction Loot Shootern kennen, wird im Zombie-Modus so nicht vorhanden sein. Auch wichtig ist, dass in der DMZ eine Geschichte fortgeführt wird, die auch in einem Reveal wieder fortgeführt wurde. Der Zombie-Modus dagegen bekommt seine eigene Zeitlinie, seine eigene Story. Das heißt, möchte Call of Duty eine Geschichte weiterführen, muss das in einem Modi wie DMZ erfolgen. Das ist also ein tolles Tool allein schon für Call of Duty, um die Geschichte fortzusetzen. Also, was heißt das jetzt am Ende des Tages? Erstmal heißt das, dass ich Dankeschön sagen möchte an die Kanalmitglieder, die uns und den Kanal hier mega unterstützen. Vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen. Sollte euch der Content hier gefallen und die DMZ-News, wollt ihr weiterhin auf dem Laufenden bleiben, dann würde ich mich sehr über ein Abo freuen, und ein Like hilft uns auch sehr, 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 sehr. Kommen wir jetzt zu dem Resümee. Sollten wir Bauchschmerzen haben wegen der Zukunft von DMZ, dem vielleicht momentan größten Extraction-Loot-Shooter auf dem Markt? Ja. Sollten wir auf jeden Fall, weil der Zombie-Modus eine sehr, sehr hohe Ähnlichkeit aufweist. Und die Frage, sollte Call of Duty wirklich zwei sehr ähnliche Modi parallel betreiben, ist das gerechtfertigt? Beziehungsweise diese Frage, ob sie das tun sollten, die ist gerechtfertigt, ja. Also ja, wir können Bauchschmerzen haben. Wie wahrscheinlich ist es aber, dass wirklich diese beiden Modi nicht parallel geführt werden? Nun, nachdem so viele Ressourcen, Zeit und Gelder in die DMZ gesteckt wurden und nachdem
So viele Leute sagen, Extraction Loot Shooter hat so großes Potenzial. Und nachdem augenscheinlich so viele Leute DMZ spielen, eine riesen Community bereits angesammelt wurde und so viele Leute sagen, hey, ich spiele eigentlich Call of Duty nur wegen DMZ oder ich habe sogar nur mit Call of Duty angefangen wegen der DMZ und wird die DMZ weg sein, werde ich kein Call of Duty mehr spielen, muss man sich überlegen, wie groß doch momentan die Playerbase geworden ist. Wir haben nun mal keine Zahlen, aber sie scheint gewaltig zu sein. Und wenn man das Ganze ins Auge fasst und noch bedenkt, dass es ein Warzone-Modus ist, dann können wir sagen, okay, es könnte durchaus sein, dass alles normal weiterläuft und auch weiterhin gefördert wird und die DMZ vielleicht sogar noch mal einen riesen Reveal bekommt, einen Revamp bekommt sozusagen zu dem Start von Modern Warfare 3. Was ist jetzt aber, wenn die DMZ nicht weitergeführt wird und das Ganze wirklich vorbei sein sollte und mit dem Zombie-Modus die DMZ sozusagen einen neuen Weg einschlägt? Nun, wir dürfen eines nicht vergessen, der Zombie-Modus ist ja ebenfalls ein Extraction-Loot-Shooter. Und das ist nun mal das, was ich am meisten liebe momentan in der Spielewelt. Das sind halt die Extraction-Loot-Shooter. Das heißt, im Endeffekt gewinnen wir nur mindestens einen Extraction-Loot-Shooter dazu. Also am Ende des Tages haben wir vielleicht sogar die DMZ und den Zombie-Modus als Extraction-Loot-Shooter. Ja, und dann, Leute, weiß ich gar nicht mehr, wie ich das alles unter den Hut bringen soll. Ich sag's ganz ehrlich, ich komme ja so schon manchmal in der DMZ kaum hinterher. Das heißt, selbst für den unwahrscheinlichen Fall, dass die DMZ wegfallen sollte, sollten wir uns auch da keine Sorgen machen, weil wir genug alternativen Content bekommen werden. Und es wird sehr, sehr spannend bleiben. Also für die Leute, die sich Sorgen machen, macht euch keine Sorgen. Es wird weitergehen und es wird sehr, sehr spannend bleiben. In dem Sinne, ich kann nur sagen, hasta luego und hasta la vista.